Ich nehme mit. Gib mir Deckung. Ach so. Oh, ich wollte gerade sagen. Hast den Hummingbird? Hol den Hummingbird runter. Ja, der kreist zu sehr. Schieß mal mit auf den Hummingbird, wenn es irgendwie möglich ist. Ich bin gerade verletzt. Ich kann nicht so schnell. Hör sie reden? Ja, der trage nichts, quatscht hier gerade. Hey, die kommen da erst. Ja, du hast gerade den Fehler gemacht, den ich sehr oft mache. Ja, dann können die normalerweise wegfahren, ne? Nein, aber sich ans Geschütz setzen. Okay. Also Fahrzeug abgeschlossen lassen, weil sonst können die sich ansetzen. Okay, der Hummingbird ist weg. Nee, der Hummingbird kreist hier noch. Ja, aber wo? Ich weiß nicht. Ey, übrigens, die Gaswesten funktionieren doch mittlerweile. Ich bin da gerade reingelaufen ohne Probleme. Kommt mit, schnell. Ich auch. Ich brauche einen vor mir und einen hinter mir. Hier, da sind noch welche. Wie? Wo denn? Wo? Ich hab keine Munition mehr, so ein Scheiß. Ich auch der nicht. Der kommt genau auf uns zu. Wo denn? Da, auf der anderen Seite von der Insel. Und über die Brücke, bei der Brücke, da steht auch einer. An der Brücke dürfen die eh nicht, die haben New Life Regel. Da fliegt er. Und wo ist noch einer hier auf der Insel? Bei uns? Hier auf der Insel nicht. Also habe ich zumindest keinen gesehen. Ja, wir haben doch alle getötet. Wir haben gar nicht so viele Da hinten über die Brücke kommt einer. Ja, das meine ich ja. Warte. Ja, darf er eh nicht. Ja, er ist ins Wasser gesprungen. Ja, ja. Kriegen wir den Hummingbird noch runter? Ich kann jetzt nicht umfischen. Wenn ich jetzt mich umlock, dann... Nee, komm, lass zum HQ fahren. Komm. Kann mich mal einer überholen? Ich brauche einen vor mir. Das ist Rindula im Heli. Ja. Nur der kann so gut fliegen. Ich habe nur noch 6 HP, ne? Ich habe 15. Ich komme daher. So, Rindula, Neus, dann der andere. Das sind 3 Leute. Ey, der versucht mich mit einem Heli zu rammen. Der fliegt so gut, Alter, ohne Scheiß. Ich habe noch nie jemand so gut fliegen sehen wie Rindula. Check nochmal, ob weg ist. Joypad. Nee, der... Der fliegt nicht mit Mausentastatur. Boah, der wollte Anschlag auf mich machen, ey. Ach, die beiden saßen da im Heli. Ja, was machst du denn da auf der Insel noch? Fünf Leute. Was, warum noch bist du... welche da sind. Nee, da ist keiner mehr. Wir haben alle jetzt weg. Ich habe 2 getötet. 2 sind gerade gestorben und einen habe ich hier drin. Ja, gut, mein Reifen ist kaputt, das ist mein Problem. Wo hast du deinen Führerschein gemacht? Trage nichts, du Penner. Warte. Was hat er gemacht? Er hat gerade gesagt, wo ich meinen Führerschein gemacht habe. Warte. Herr Dragenix, Sie wissen ja ganz genau, dass Sie nicht in der Position sind, mit mir gerade zu reden, oder? Warum? Ich sitze im Auto und rede mit Lightning. Ich war, wo hast du einen Führerschein gemacht? So. Also ich habe eine gute Position hier. Ich werde kutschiert. Wir fliegen dann, holen einen Heli raus, ne? Wir fliegen nach Dings. Ins an... Wir bringen ihn nicht zur Polizeistation, aber er fährt ziemlich langsam, weil er nur ein Vorderrad hat. Ja, der quatscht gerade mit seinen Leuten und denkt, Nosy wurde getötet, das heißt, er will umsmonten. Wird sich nicht rausgehen, wir sind vorm Schranken. Hol mal einen Heli ja, raus. Ja, ich muss mich erstmal hier gesund pflegen. Okay. Entspann dich. Kann ihn dann gleich einer mal rausziehen? Ja, wie lange brauchst du noch, Professor? Vielleicht da. Wenn ich bezahle, muss ich ja sowieso ins Gefängnis wegen der Bank, oder? Herr Tragenix, ja, das werden wir gleich klären. Für 5 Leute kriegt er Strafzettel. Ich hatte scheiß Visier auf der Sniper. Ich weiß. Du musst eigentlich beim Bankraub musst du alle töten, bis auf einen. Einer muss immer der Buhmann sein. Hol den mal aus dem Auto, zieh den mal aus dem Auto. Sofort los. Kann mal die scheiße Sirene ausmachen, ey. Die geht mir gerade voll auf den Sack, ey. Wiederholen. Muss ich ausschließen? Ja, ausschließen wäre schlecht.
Ja, schließ mal auf. Schließ ab. Ah, jetzt, warte. Boah, wieso geht der nicht raus? Ah, doch, er ist draußen. Schließ mal schnell ab. Ich hab aufgeschlossen. Ja, abgeschlossen. Okay, wo ist er? Wo hast du ihn? Hier beim Hellcat. Okay, pack mal erstmal die Dings ein. Pack erstmal die Fahrzeuge ein. Warte, bleib mal stehen, ich kann nicht tasern. Ja, taser mich mal bitte, danke. So, Herr Tragenix, ich bitte Sie, die Waffe nicht nachzuladen. Wir können ihn ja von überall ins Gefängnis stecken, ne? Nee, nicht von überall. Aber von hier. Oder nur an den Polizeihaken. Nur am Polizeihaken. Oh, er drückt jetzt immer. Ja, ja. Warte. Ich werde ihm das sagen. So, Herr Tragenix, ich weise Sie darauf hin, dass Sie bitte aufhören, so einen V zu drücken. Einstein. So, ja. Haben wir jetzt im Heli drin. Alle einsteigen, alle einsteigen. Prof, du auch. Und los. Wir fliegen aber, zu welchem HQ fliegen wir? Weiß ich nicht. Kavala? Kavala, ja. Ich mach mal unsere Positions hier weg, die schwarze Markierung, die wir hier gerade überall gesetzt haben. So. Das war wohl nichts, Herr Tragenix. Na, Nosy spawnt sich um nach Kavala. Mach doch nichts. Reihe Bankraub. Er war ein voller Erfolg. Eigentlich nicht. So, Herr Tragenix, wir werden Sie jetzt zum Polizeipräsidium eskortieren. Und werden dann alle weiteren Verfahren mit Ihnen vor Ort klären. Wollen wir hier landen? Können wir auch machen, ja. Neben, geht das? Ja, das geht hier, das ist auch HQ. Ja gut, dann landen wir hier. Gut, so, Sie haben ein Recht auf einen Anwalt. Alles, was Sie sagen, wird vor Sie vor Gericht verwendet werden. Oder kann für Sie vor Gericht verwendet werden. So, alles was förmlich ist, wird dennoch sachlich bearbeitet. Sie haben Recht auf einen Sachbearbeiter, der Ihre Problematik klären kann. Dann weise ich Sie darauf hin, schon mal im Voraus, dass Sie sich für weitere 5 Mittäter verantworten müssen. Und alles andere klären wir auf dem Boden. Oh. Alter! Sind wir tot? Nein. Ostein. Nee, dein Ernst? Ist er tot? Kann ich aussteigen. Hast du ihn rausgezogen? Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Nimm ihn mal mit. Achte du mal bitte auf den Eingang. Stell dich mal mit einem Hunter HMG auf den Eingang, weil du hier kannst nicht spawnen. Ah, scheiße. Dann stell dich trotzdem mal am Eingang. Bring dir mal erstmal auf den Turm. Oder irgendwo, wo wir safe sind. Irgendwo. Das ist mal hier irgendwie. Warte mal. Ja, hier kannst du nichts öffnen. Das ist die Problematik. Oh, an den Shop. Soll ich dich mal tasern? Mich? Ich bin geheilt mittlerweile. Ja, ich habe zwar immer noch 58%, aber... Warte mal, ich probier mal aus. Vorsicht. Ich kann hier spawnen. Ja, du kannst hier spawnen. Lol. Ja, aber hier Frozen, der meinte gestern, man kann hier nicht spawnen. Okay. Nee, das war nicht hier. Doch, das ist hier. Doch, das ist hier. Taser mich mal eben. Ich glaube, er meinte Boot. Tasert mich mal jemand. Ey, wir sind alle irgendwie noch rot, ne? Ja. Rot. Ich bin nicht rot. Nicht? Du bist rot bei mir. Egal, jetzt habe ich 100%. Ich habe mich schon selber verwundet. Einmal mich.
So. Ja, auch nochmal ein Taser. Aber bitte mit der Pistole. Das ist völlig egal. Lange warten. Nee. Achso, muss, ja, muss man länger. Erfolglos 25.000 mal 5. Ja. Ja, ja, klar. So, Herr Zoverix. Herr Zoverix? Komm mal bitte, spät, Sie kommen mal bitte zur Unterstützung hier hin. Warte mal. So, und dann da wenden wir uns jetzt gerettet. Herr Tragenix, können Sie mich verstehen? Ich werde mal eben Sie etwas, ich werde Sie eben etwas lauter stellen. Denn das Gespräch wird aufgezeichnet. Ich gebe dir mal die Schlüssel von den Handabbruch, dann stell dich mal vor der Schranke. Oder soll ich lauter reden? Nee, so ist wunderbar angenehm. Das hören auch dann schön die User. Okay. So, Herr Tragenix, wir haben Sie festgenommen, da Sie das Betreten eines verbotenen Grundstücks getan haben. Dann erfolgloser Banküberfall. Ist Ihnen bewusst? Beschuss auf Polizisten, zwar nicht... Ja, Beschuss auf Polizisten... Gar nicht gut, Herr Tragenix. Das wird eine lange Haftstrafe für Sie geben. Ich werde das mal eben ausrechnen. Das sind einmal pro verbündeten Spieler, der sich bei Ihnen aufgehalten hat. Und wir haben 5 Spieler insgesamt gezählt. Das heißt, 5 mal 25.000 wird mein Kollege eben ausrechnen. Dann kommt noch dazu Beschuss auf einen Beamten. So, Rix, du darfst ausrechnen. Ich habe gerade keinen Taschenrechner offen. Ja. Ich hab gerade keinen Taschenrechner. Also warte, 125.000 für die Bankraub. Sind 125.000 für den erfolglosen Bankraub. Ja, dann Beschuss auf den Polizisten. Beschuss? Mhm. Ich hatte 6 HP. Meinst du, wo meine HP weg sind? Er hat mich ja sogar... 50.000, also 175.000. Das wird ganz schön. Plus Inhaftierung, ne? Ja. Plus 5 Minuten. Was? Wer hat das denn eingefügt? Beschuss auf Polizisten, 5 Minuten. Sonst nichts? Nee. Keine Inhaftierung? Doch, Inhaftierung 5 Minuten. Plus Inhaftierung 5 Minuten. Für selbst für einen erfolglosen Bankraub keine Inhaftierung? Da hätten wir mal 10 Minuten reinhauen sollen. Ja, können wir jetzt leider ihm nicht zumuten, das werden wir auf jeden Fall ändern. Da habe ich mir wohl ein bisschen Fail eigentlich beschrieben. Also, das sind du jetzt... Du hast den Katalog geschrieben. Ja, ich weiß. Also, was war es jetzt? Also 175.000. Okay. So, Herr Tragenix, auf Sie kommt ein Bußgeld von insgesamt 175.000 plus 5 Minuten Inhaftierung. Ich werde Ihnen jetzt einen Strafzettel auszahlen. Dann wird natürlich definitiv jetzt endgültig eine Entwaffnung an Ihnen stattfinden durch den Beschuss auf einen Beamten, der... Das... Ja, ist ja egal. Reicht eigentlich schon aus, wer das Gefängnis. Nein, passt schon. So, ich fordere Sie auf, das Bußgeld zu bezahlen. Sollten Sie das nicht tun, werden Sie für 30 Minuten einsetzen. Nicht bezahlt. Oh, Herr Tragenix, ich sehe schlechte Zeiten auf Sie zukommen. So, Ihnen ist bewusst, ich werde Ihnen das Strafgeld jetzt noch ein letztes Mal auszahlen. Sie können sich jetzt aussuchen, ob Sie 5 Minuten ins Gefängnis gehen oder 30 Minuten. Das ist Ihre freie Entscheidung. Dementsprechend werde ich das Bußgeld jetzt noch einmal Ihnen auszahlen und fordere Sie auf, das zu bezahlen. Oh, Herr Tragenix. Sie wollen wohl unbedingt 30 Minuten ins Gefängnis gehen, ne? Verliert er seine Waffen, wenn er ins Gefängnis geht? Jo. Auch seine Lizenzen? Ja. Wunderbar. Er verliert mehr, als er verlieren würde mit dem Strafzettel. Gibt es wenigstens einen Fernseher? Nein, Herr Tragenix, es gibt keinen Fernsehen im Knast. Weil das ist er verliert erst... Wir sind hier schließlich nicht auf Urlaub. Wie mein Chef immer sagt. So. Wir werden noch eine Entwaffnung bei Ihnen durchführen. Der verliert doch eh seine Waffe. Die ist legal, nein. Die verliert er nicht, nur die illegal. Ja gut, dann macht euch mal hier bereit, bitte. Der hat eh eine Sniper. Ja. Kommt mal alle her. Ich bin schon hier. So, Herr Tragenix, wir werden Sie jetzt freilassen und dann werden wir Sie auffordern, Ihre Waffe vor sich auf den Boden zu legen
Dies ist eine ganz normale, handübliche Entwaffnung. Sollten Sie irgendwelche Mucksen machen, werden meine Kollegen das Feuer auf Sie eröffnen. Ei, verstanden. Okay. Passt auf, dass ihr mit Taser-Munition schießt, ne? Ich immer. Und nicht auf Kopf zielen. Sowieso nicht. Okay, Herr Tragenex, ich werde Sie jetzt freilassen und dann möchte ich bitte, dass Sie Ihre Waffe auf den Boden legen. Warte, ich und kann sich ihn von hier oben freilassen. Und dann sich 5 Schritte nach hinten von Ihrer Waffe entfernen. Haben Sie das verstanden? Er ist entfesselt. Mit V können Sie sich jetzt befreien. Ihre Waffe auf dem Boden. Ihre Waffe auf dem Boden, Herr Tragenex. Ihre Waffe auf dem Boden. Ready. Versuch das. Ob er es schafft, wird das nein. So, Herr Tragenex. What the fuck, meine Taste hängt. Ich wollte gar nicht, meine Taste. Ach so, das stimmt wirklich. Der ist von alleine weggelaufen. Ja, das. Ja. Okay, Herr Tragenix, wir werden dasselbe Schauspiel jetzt noch einmal machen. Ja, wir werden das jetzt noch einmal versuchen. Mensch, lad nach, du Spinner. Ich hoffe, jetzt geht's. Bitte nicht töten, wenn es nicht geht. So, Ihre Waffe auf dem Boden, Ihre Waffe auf dem Boden. Und nach hinten entfernen, bitte. So, 3, 4. So, 5 Schritte. Na lö, wir haben den beide gefesselt. Wollen wir den einpacken, zum HQ fliegen und dann erst einspinnen, weil ich wette mit dir Neues und die warten überhaupt. Stimmt. So, Herr Tragenix, ja, gute Idee. Herr Tragenix, wir werden Sie jetzt mitnehmen und dann inhaftieren. Okay. Einmal bitte den hierher fahren. Genau, den Hunter einmal weg. Ist der Heli wieder repariert? Der Heli ist wieder repariert, ja. Dann steig schon mal als Pilot ein. Ja, ich muss den Hunter noch in die Garage packen. Oder impounte den. Impounte den einfach. Start schon mal den Motor. Hat er noch nicht, ne? Nö, der konnte selber einsteigen. Auch gut. Und jetzt zumachen. Nicht, dass er rausspringt. So, den Audio-Sound eben wieder runterdrehen. Doch noch etwas Action hier in Kavala. Yalla, yalla in Kavala. Hast du Waffen an Bord? Ja. Yep. Ich habe 7,62 Minigun, also 2 Stück. Und Gatlings, ja. Und 24 HE-Granaten, Raketen. Das macht ordentlich Bumm. Sitzt einer als Commander drin? Nee, ja. Leider. Ja, sitzt da einer drin? Ja, ich. Alles klar. Ich werde am HQ Schwebeflug machen und du... Am besten... Spottest, ja. Ja, und du spottest. Ey, pass auf! Ey, meine Flugkünste sind ein bisschen besser, ja? So.
Nachricht habt ihr auch bekommen, ne? Jo. Gut. Ist halt witziger. Der Tragenix hat irgendwas gesagt, hat den jemand verstanden? Nee. Ich hab meinen Sound runtergehauen, nämlich. Ah, 30 Minuten geht der gute Herr jetzt ein. Ohne Umwege. Flieg auch ein bisschen höher, weil sonst können sie uns unter Beschuss nehmen. Ja, das ist mir klar. Aber ich bin ja noch ein paar Kilometer weg. 1,9. 7. Ja, 7 jetzt. Genau so ist es. Oh, heute mal eine coole Aufnahmesession. 1,5 Stunden, 3 Folgen. Geile Sache, echt. Waren noch mehr in der... Oh, auf mich wird geschossen. Auf mich wird geschossen. Oder auf uns. Okay. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Dann nichts erkennen, die sind hinten. Guck mal bitte. Handle einfach schnell im Hack. Einmal bitte drehen. Ja, das kriegt er glaube ich nicht hin, oder? So schnell zu landen. Kriegst du so schnell hinzulanden? Also landen wäre ich ja der Profi gewesen. Fliegen ja eher. Ich müsste eigentlich das Steuer übernehmen, aber ich sitze hinten. Auf uns wird voll geschossen, Alter. Der ist du? Er fährt gerade Richtung der Hauptstraße hinterm HQ. Jetzt bleibt er da stehen, das ist ein soweit ich das erkenne, ist das ein bewaffneter Offroader. Ja, ein bewaffneter Offroader. Jetzt ist damit kann er nicht so gut zielen, Los, zielen. Geh runter, die haben keine Chance. Runter. Andererseits steht da ein roter Pickup drin. Ja, ich sehe ihn. Ja, stehen da hinten an der Kreuzung, ne? Ja, genau. Ja, aber der rote Pick... Nee. Er schießt von... Warte, ich kann euch das markieren. Was machst du gerade? Ich setze zum Angriff an. Siehst du den denn? Weißt du, wo die sind? Mich erst positionieren, damit ich mit dem auch treffe. Triffst du damit? Hoff es. Du hoffst es. Hier ungefähr. Ich habe eine schwarze Markierung gesetzt. Warte. Ja. Versuch's. Fehlt der Transport eigentlich schon als Gefängnis, sagst du? Ich meine, du fliegst da 10-mal übers Gefängnis drüber. Das ist total falsch. Du hast falsch geschossen. Ja, das ist nicht so einfach hier. Ja, egal, lande. Lande, jetzt landen. Schnell landen einfach. Da unten ist noch ein Offroader bei uns. Ja, aber ich denke, die sind da mit reingefahren. Jetzt. Jetzt sind sie hinter dem HQ. Ja, lande jetzt. Guck, dass nicht unser Motor jetzt auf einmal beschädigt wird. Ja, ich sehe sie. Wo, sind sie im HQ drin? Nee, die fahren hier außerhalb. Wir haben keine Chance. Da ist ein Hummingbird im Gefängnis, ey, wie geil ist das denn? Warte, lass mich am Helipad raus. Ja, lass ihn da oben am Helipad raus. Dann soll er hinters, auf dem Krankenhausdach runtergucken. Und dann gehst du weiter runter. Dann knackt ihr den sofort ein. Raus. Aufmachen. Raus. Ich bin raus. Und zu. Warum kann ich nicht raus? Nein, er ist raus. Er ist rausgestiegen. Hau ihn mal wieder rein erstmal. Und wir müssen einen tiefer landen. Hast du ihn drin? Hab ihn drin. Okay, zuschließen. Und jetzt einmal nach hinten setzen und landen. Landen. Warte, ich hab ne Sniper. Schieß den Hummingbird einfach kaputt. Ja, hatte ich vor. Eieiei. Einfach nur auf Necrotor 4x5x schießen. Gucken, dass ich da überhaupt rankomme. Ja, komme ich nicht. Mach Sirene aus. Jetzt in... Warte, wenn ich mich... denke, die Muni von... Ja. Achtung, ich sehe den. Sperren direkt ein. Bring ihn... Wie lange? 30 Minuten. Ich habe einen erledigt. Okay. So, Herr Tragenix. Sie werden jetzt für 30 Minuten eingebuchtet. Los, knack ihn ein, die sind hinter dem. Wir haben ihn ihren Dings geparkt. Knack ihn ein. Direkt. 30 Minuten, ja. Okay, die Rauchwolke versperrt den... Hast du ihn? Jo. Nein, noch nicht. Ich hab schon. Ja, gut, da, ist da ein Hummingbird oder was? Ja, ich muss... Eben. Ist denn da mit einer? Die haben den da drin, verdammt. Der. Die haben den offen da reingestellt. Ja, der startet. Hol einen Bewaffneten raus.
Okay, sehr gut. Oben. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, ich werde schießen. Nicht. Hast du ihn getan? Der Hayoto, der hat hier gespottet. Ja, nimm ihn fest. Ja, warte. Da sind aber noch mehr. Klar sind da noch mehr. Jo, da. Da kommt ein Heli nämlich. Okay. Was ist denn hier los, ey? Soll ich ihn direkt... Nee. Verdammtes scheiß Rebellenpack, ey. Ja, Joto. Ich bin voll am Sack jetzt schon. Er kann ja nicht getötet. Ayoto wird eingebuchtet für 5 Minuten wegen. Nein, für 30, der sitzt jetzt die Strafe von dem weiter ab. Mhm. Darfst du nicht, ihr musst ihn einbuchten für 5 Minuten wegen Beihilfe eines Gefängnisausbruchs. Und der kriegt noch eine Geldstrafe. Ich werde das mal eben machen. So, Hayoto. Gut. Hören Sie bitte auf, V zu drücken. Das ist Bugduping. Hören Sie bitte auf, V zu drücken. Letzte Verwarnung. Herr Hayoto, können Sie mich verstehen? Ja, so, Sie werden jetzt ins Gefängnis eingehen. Hören Sie bitte auf, V zu drücken. Sollten Sie noch einmal V drücken, werden Sie vom Server gebannt. Letzte Verwarnung. Hier steht der Offroad. So, Herr Hayoto. Ich werde Sie jetzt einsperren für 5 Minuten und Ihnen ein Bußgeld von 25.000 auszahlen für Beihilfe eines Gefängnisausbruchs. Sollten Sie die Strafe nicht bezahlen, werden Sie für 30 Minuten eingehen. Können Sie sich aussuchen, 5 Minuten oder 30 Minuten? Ja, im Bounty. Hat bezahlt, wunderbar. Ayoto geht jetzt ein für 5. Schönen Aufenthalt. Ich hab mich hier positioniert. Die werden ja wiederkommen. Als ob die jetzt den für 5 Minuten rausholen. Ja. Andererseits habe ich, es ist gekillt. Ja. Ich höre einen Heli. Aber der darf jetzt fliehen. Es sein, muss mal gucken. Ne, Dings hat New Life. Denk dran. Rindula und Dings kam New Life. Denk dran. Müsst schon. Hey, das ist immer noch in-game. Achso. Gefängnisausbruch. Ja, wobei, ich weiß nicht, New Life bei Gefängnisausbruch ist auch scheiße. Ich muss ihn von der. Ich muss ihn von der Liste nehmen. Ich muss ihn jetzt, pardon. Achtung, aufwenden. Der Heli ist da hinten. Ja, ich habe ihn jetzt mal von der Liste genommen und Rindula wegen Mord und Totschlag, er ist auch New Life. Komm hierher. Dann sie nicht erwischen. Die haben New Life, du darfst eh nicht auf die schießen. Doch, wenn sie jetzt hier. Trage nichts ist das. Nee, er will woanders hin. Ja, die werden den für 5 Minuten, werden die jetzt keinen da befreien. Die lassen den jetzt die Strafe absitzen und dann ist gut, ey. Wobei, das, wo ist der denn? Das noch ein, siehst du, da ist noch ein Hamming. Das steht hier, der hat eine Waffe. Wer? Der Dings hier, den ich eingebuchtet hab. Ne? Ja doch, 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 hier kommt ein Hummingbird. Ja, das ist Rindula, hat auch ebenfalls New Life. Der will hier aber landen. Ne, der will hier nicht landen, bist du besoffen. Hat der eine Waffe? Was hat der denn für eine Waffe? Eine kleine. Soll ich den Taser? Ich genau sehen. Nein, nein, darfst du nicht. Ja, aber wenn er jetzt auf mich... Der schießt nicht auf dich. Dann geht er weg. Ist ja auch kacke. Mehr als 5 Minuten dürfen wir uns eh nicht an einem Spot aufhalten. Das wäre campen. Aber am HQ ist es... Ja, klar, aber wir sollen den Spielern auch ein bisschen Roleplay bieten und Gefängnisausbrüche sind im Real Life auch alltäglich. Aber die sollen sich jetzt mal bitte... Was machen die denn hier? Ich höre hier nur Hummingbirds in der Luft, aber ich sehe nicht einen einzigen. Ich sehe ihn. Landet der? Der desinkt bei mir voll, ey. Er wartet darauf.
Naja, irgendjemand hat ein Fahrzeug aufgeschlossen. Ja, ich hab's auch gehört.